Hallo, meine Lieben. Hier sind wir bei Teil 2. Jetzt darf die Roxana probieren, ob sie original oder nachgemacht erkennt. Ja, ich freue mich. Ich habe Hunger. Ja, okay, dann fangen wir damit mal an. Was ist das? Kinderpinguin. Okay. Voll widerlich. Das schmeckt echt. Ja, also da erkennt man es wirklich. Ja. Da würde ich dir auch genau getroffen. Okay. Dann machen wir weiter mit Twix. Die sind auch gut. Ja. Habe ich auch mit Fäden ausgelöst? Nein, das sind keine Fäden. Ich weiß nicht, das ist schon cool. Okay. Gut? Ja. Ich würde das zweite nehmen. Zweite Original, oder? Mhm. Nein, leider nicht. Nee, das schmeckt voll keksig. Das war das erste. Also. Das schmeckt tausendmal besser. Okay, wundert mich. Was kommt jetzt? Okay, probieren wir das hier. Was ist das? Kiki. Oreo-Kekse. Ah, Oreo. Oreo sind auch. Du den Unterschied. Ich war ja da falsch. Ich habe aber eine Creme. Voll trocken irgendwie. Okay. Mein Gott, geil. Ich würde aber den ersten nehmen. Der erste, der originale? Mhm. Okay, ja, stimmt. Obwohl der zweite den ersten, die schmecken fast gleich. Ne, ich fand eigentlich den nachgemachten. Man kann eigentlich die billigen holen, weil das schmeckt fast gleich. Mhm. Okay. Dann trinken wir mal was. Ja, was trinken wir denn? Cola. Cola, okay. Cola Zero. Mhm. Nichts davon. Nichts davon. Okay. Magst du noch mal, oder? Ja, bitte. Mit Fahrt wie immer. Ich würde das erste ist das Original. Nein. Nicht? Nein. Okay, aber das schmeckt. Das zweite schmeckt irgendwie anders. Nee, das schmeckt richtig. Das schmeckt fruchtig. Finde ich. Das hat so einen fruchtigen Nachgeschmack. Also finde ich. Finde ich jetzt nicht. Ich fand das. Echt? Ich finde das originale Cola jetzt, also das. Also ich meine, Cola Zero mag ich sowieso nicht so. Ich mag eher Pepsi. Dabei Cola Zero schmeckt einfach nach nichts. Was kommt jetzt? Jetzt probieren wir die Milka Schokolade was. Ja, jetzt schauen wir mal, ob ich es merke. Kann in der Bar sein. Nicht in die Finger beißen. Das ist ja Schokolade. Okay. Hm.
sagen, erste. Die erste, die Milka. Mhm. Wieder auch falsch. Die erste ist die vom also Kaufland, die Kaufland. Sind beide wahrscheinlich volle Billigprodukte, nur Zucker drin. Mhm. Wenn beides so irgendwie schmeckt. Aber ich habe jetzt gerade auch nochmal mitprobiert. Das schmeckt fast nicht. Ich finde keinen Unterschied. Nein, nein, da kann man, weiß ich nicht, da braucht man Milka gar nicht kaufen. Nein. Also wenn man der Original, also nur Milka-Schokolade will. So. Probieren wir, wie heißen die? Die Jesthörtchen. Ja, die hauen rein. Aha. Mal sehen, ob ich nicht. Mag ich nicht. Und mag diese Kaffeetropfen. So. Ist aber jetzt auch nicht meins. Ah. Das schmeckt schon anders. Ja, die schmecken auf alle Fälle unterschiedlich, aber. Das zweite. Das Original. Mhm. Weil das hat man gemerkt, weil das fest war oben. Das sieht man ja auch, dass es fest ist. Ah, okay. Aber es schmeckt auf jeden Fall anders. Auch besser. Schmeckt nicht so nach Kaffee. So. Okay, dann probieren wir jetzt Bounty. Bounty, oh, ich liebe Bounty. Mein Kuchen, ja. Also ich bin voll der Kokosfan. Ich bin gespannt. Ah. Mmh. Ein kleiner Kokos. Ich würde sagen, das erste habe ich wieder erstmal. Ah. Ah. Entschuldigung, komm nicht gleich. Also wirklich, die schmecken voll gleich. Mhm. Also schluckst du? Ich hab da falsch gelegen, glaube ich. Sorry. Ja, ich hab da falsch gelegen, weil das eine, fand ich, hat ein bisschen mehr nach Kokosnuss geschmeckt, das nachgemachte. Ich würde also sagen, das Kaufland Classic. Das zweite. Nein. Nein, auch falsch. Hä? Sehr schwer. Aber es schmeckt komplett gleich eigentlich. Kann man, muss man raten. Also das kann man auch so kaufen, wirklich. Okay. Dann probieren wir jetzt einmal Beefy. Oh, Beefy ist auch super. Aber ich denke, da merkt man den Unterschied. Also ich hoffe, ich merke ihn. Und dann überall gerade. Machen wir das gleich gerade aus. Mhm. Rutscht. Rutscht gleich mal auf. Siehst du was? Nee. Dann ist gut. Voll lecker. Na, Beefy ist richtig. Das ist nicht so Beefy. Hat halt wegen viele Punkte. Boah, das ist aber hart. Ich finde, das riechst du auch den Unterschied. Das ist das erste. Nein, falsch. Echt? Ja, das zweite war Beefy. Das war voll weich. Mhm. Ich finde, die erste schmeckt besser. Nein, ich finde, das Original Beefy, ich habe die auch erwarten. Ich finde, die erste schmeckt tausendmal besser. Ich bin voll schlecht. Okay. Okay, ja, dann trinken wir mal wieder was ja, zur Abwechslung. Ja, ich habe Alkohol getestet. Die Müllermilch, Erdbeere und das vom Lidl. Müllbaum. Lidl lohnt sich. Mal schauen, ob sich Lidl lohnt. Ha. Okay. Nochmal, oder ist gut? Nee, ist schon gut. Die zweite. Die
zweite von Müller. Müller. Auch falsch. Oder? Ja. Was? Das ist falsch. Das schmeckt voll. Du wolltest mich doch verarschen. Nein. Das schmeckt voll, voll intensiver nach Erdbeeren. Die erste war voll geschmacklos. Also das nein, ist aber das. Ja, nein, stimmt schon. Also, wenn ich jetzt wirklich so sagen darf, dann würde ich lieber die vom Lidl kaufen, weil die schmeckt viel mehr nach Erdbeeren. Die andere hat überhaupt keinen Geschmack. Das verstehe ich nicht. Manchmal ist die Liga besser. Ja. So, jetzt probieren wir noch Mars. Oh nee. Noch. Ja, ist bin Mars. Ja, voll lecker. Und bevor der Bart. Das ist ja gerade das Schöne. Und ich krieg drüber an. Das schaut auf dem Tisch aus. Voll schlimm. Aber das war eine Zähnecreme. Okay. Okay. Ja, beide Spaß. Naja. Aber das erkennt man eigentlich schon den Unterschied. Ich esse das nicht. Wie soll ich jetzt einen Unterschied machen? Ha? Das ist schwer. So geht es wie bei den Miesdörtchen. Sag den ersten. Ja, sehr schön war. Hat ein bisschen intensiver geschmeckt. Okay. Aber ich finde es trotzdem eklig. Wurde gut geraten. Naja, ich hab wirklich nach Bär geschmeckt. Dann haben wir noch russisch Brot. Hm, ist auch geil. Okay, A. Einmal vom Balsen und vom Kaufland Classic. Mhm. Cool. Der gleiche Buchstaben sind da. Sagen zweite. Ja, stimmt. Schmeckt besser. Okay. Ja, schmeckt besser. Haben wir noch was? Nein, das war's. Okay. Wir sind durch, du hast alles durch. Also ich habe festgestellt, ich bin viel schlechter. Also das geht ja mal gar nicht. Vieles ist eigentlich falsch. Wir müssen uns doch mal anschauen und schauen, wir hätten Striche führen müssen. Ja, aber ich glaube, Marco hat gewonnen, weil der hat mehr richtig wie ich. Ich glaube, drei Stück hatte ich falsch. Ich habe voll viel falsch. Cola, Müller nicht. Also, man merkt, es schmeckt manches billiger sogar besser. Ja, das stimmt. Du musst nicht immer teuer kaufen. Und das war's jetzt auch schon. Und danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und ihr könnt es mit Spinnen nehmen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss.